Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ihr Lieben, ihr seht, ich habe uns wieder was Schönes mitgebracht. Und zwar einen schönen Sammelkoffer von schimmernden Legenden. So einen haben wir auch schon mal hier aufgemacht. Und die sind ganz cool. Gut ist, man kriegt die auch noch für mehr oder weniger. Meine Güte, ist das Messer. Ich mache das gerade auf, deswegen stöhne ich so. Kriegt man noch für einen ganz anständigen Preis. Von daher habe ich gesagt, weißt du was, holst du noch mal ein. Denn ich hätte ja gerne das Mewtwo in Laborform. Das Labor Mewtwo oder keine Ahnung, wie man das nennt. Das fehlt mir nämlich noch in meiner Reihe. Oder in meiner Sammlung, sagen wir es mal so. Und ja, lohnt sich eigentlich immer wieder, das aufzumachen. Nämlich das sind hier die Promokarten. Richtig, richtig schön. Ein Coin ist auch immer drin. Hier so ein Mew-Coin. Wenn man es hier mal vernünftig rauskriegen würde. So, da ist er. Hier liegt übrigens auch noch ein Mew-Coin aus irgendeinem anderen Video. Ist ganz untergegangen auf dem schwarzen Hintergrund. Passt ja ganz gut. Hat aber auch eine andere Farbe. Und dann schauen wir mal, dass wir die hier unbeschadet rausbekommen. Für euch gibt es hier auch einmal den Code für den Sammelkoffer. Viel Spaß damit. Macht was aus. Vielleicht hat einer von euch ja Glück und zieht was Stabiles. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was da drin war. Vielleicht ärgern sich dann einige, dass sie zu spät waren. Oder man sagt ja, gut, war wieder nichts. So, hier ein Latias. Richtig schön das Artwork. Jetzt mal ein bisschen näher ran. Richtig gut. Latios noch im Hintergrund. Jo, schöne Karte. Schon allein deswegen lohnt sich dieser Sammelkoffer auf jeden Fall. So. Die nächste Karte ist dieses schöne Pikachu. Richtig süßes Artwork. Ist auch ganz drollig, freut sich. Ja. Kriegt man direkt, wenn man das so sieht, Lust auf Sommer. Ich mag ja den Winter nicht, weil die kalte Jahreszeit ist nicht meins. Wobei so richtig kalt ist dieser Winter ja zum Glück nicht. Hier auch nochmal Latios. Passt ja Latios und Latios. Und dafür dann natürlich Latias hier im Hintergrund. Ne? Jo, sehr, sehr schön. Sehr gelungene Artworks. Jo, dann geht es auch schon weiter und zwar an die Booster. Tun wir mal ein bisschen was für die Boosterkeit. Fünf Stück an der Zahl. Stabil. Was hat man sonst noch so drin? Stifte. Also für die, die jetzt den Koffer mal nicht kennen sollten. Schaut euch auf jeden Fall auch die Videos zu den anderen Koffern an. Ich habe ja den einen oder anderen Koffer hier schon aufgemacht. Hier diese coolen Sticker. Dann hat man hier noch. Machen wir mal auf dieser Seite so einen coolen Block. Ja, kann man sogar als Erwachsener gebrauchen, um irgendwas zu notieren. Und noch so ein kleines Sammelalbum für unterwegs. Das kommt hier wieder rein. Das brauchen wir jetzt nicht. So. Stellen wir ja hier hin. Die präsentieren wir euch hier so ein bisschen. Ja, hat schon gut geklappt. Legen wir die lieber hin, sonst fliegt das auch noch weg. Das wollen wir nicht. So. Und dann fangen wir einfach mal an. Eine leichte Ungleichverteilung bei den Boostern, wie ihr seht. Gut. Schauen wir mal. Ah, drückt mir die Daumen, Leute. Drückt mir die Daumen. Ich weiß auch gar nicht, wie viele wir davon noch aufmachen werden. Viel Spaß damit. Macht was raus. So, vier Stück von vorne nach hinten. Und los geht's. Feuerenergie. Ein Pokémon-Fänger. Eine super Anziehungskraft. Sehr gut. Krüppuck. Zur Ruhe. Flamiau. Es wird spannend, Leute. Baldorfisch.
Knells. Eine Holo ist ja immer drin. Und wir haben einen Impegator Reverse. Und dahinter ein Manaphy. Leider nur so eine Standard-Holo. Wäre schön, wenn wir hier wenigstens einen Hit rausziehen würden. Das wäre auf jeden Fall gut. Weil nur so diese Standard-Holo-Karten, die hier wirklich in jedem Pack drin sind, ich meine, die sind richtig schön. Aber da ich ja schon vieles geöffnet habe, was soll ich euch sagen, hat man die natürlich auch schon zu Genüge. Das Schöne an diesem Zwischenset ist natürlich, es ist nicht sonderlich groß. Ne? Hier mit etwas über 70 Karten, eine feine Sache. So Leute, Voltoball, Flamiao, Filio, Zorua, schon wieder, lang nicht mehr gezogen, ein Golbit, eine Zorokex. Diesmal haben wir auch gar nicht den Kartentrick gemacht, glaube ich. Ne? Viel Spaß mit dem Code, macht was raus. Tali. Ein Tausch. Und haben wir hier einen Hit drin, Leute? Und haben wir einen Hit drin? Ja, gut. Das gute alte Enter, ey. Und ein Golgantis, naja. Immerhin GX. Ein richtiger Hit ist das ja nicht. Das ist, aber immerhin, ne? Immerhin. Habe ich, glaube ich, auch schon 10-mal gezogen. Aber gut, ich habe auch schon so viel aufgemacht. Ja. Ich glaube, es soll einfach nicht sein, dass ich das Labor Mewtwo mal ziehe. Das ist verhext. Das ist wie bei der Plushie mit der guten Cynthia. Es soll einfach nicht sein. Ne? Wir hauen hier einfach mal alle Codes raus. Der ein oder andere von euch kann sie ja vielleicht nutzen und sieht dann vielleicht das, was ich haben möchte. Sei euch gegönnt. Gute Pokémon-Züchterin. Hyperball. Bisaknosp. Ein Knilz. Kanimani. Auch ein richtig schönes Artwork, muss man sagen. Eigentlich so wie alle in diesem Set. Hier Pikachu wieder. Fuego, Leute, es wird spannend. Ja. Leider nicht. Nur wieder eine Standard-Holo. Aber auch die werden gesleeved. Denn die Karten sind wirklich schön. Wird Enter hier der einzige Hit bleiben? Boah, das ist wie, da muss Gold drin sein. Nur leider sind hier keine Goldkarten drin. Aber kennt ihr das, wenn irgendwie so ein Booster gefühlt irgendwie dicker oder schwerer ist als andere? Viel Spaß damit, macht was raus. Aber irgendwie habe ich damit dann nie wirklich Glück gehabt, dass dann da wirklich was Tolles drin war. Keine Ahnung, ich habe die jetzt auch nicht nachgewogen. Oder abgewogen. Kappels, Flamiao. Vielleicht mal ein bisschen mehr in die Kamera halten. So, Igniworm, Fililu, Tyrakok, Tausch und Palkia. Auch eine schöne Karte, aber auch leider nur eine Standard-Holo. Wird das letzte Pack uns retten? Aber es macht auf jeden Fall immer wieder Spaß, schimmernde Legenden auszupacken. Schon allein, weil man immer eine Holo drin hat, die Artworks toll sind, einfach stabil, dieses Set. Ich kann von schimmernde Legenden einfach nicht genug kriegen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Mal schauen. Zuletzt hatten wir so Pin Collection aufgemacht. Oh. Da hatten wir auch nicht so wirklich Glück drin gehabt. Hat auch einer auch mal unter dem ersten Video in diesem neuen Jahr geschrieben, was wir von Schimmernde Legenden aufgemacht haben. Schlechte Puls. Ich sag mal, wenn man aus 6 Boostern einen Hit zieht, denke ich, kann man eigentlich ganz zufrieden sein.
Alles andere ist dann ja schon unrealistisch. Da kann man dann natürlich Glück haben. Man zieht so ein Labor-Mewtwo oder man zieht halt so ein Entei. Ne? Dann hat man halt weniger Glück gehabt. Aber gut. Da darf man jetzt auch nicht irgendwie Wunder erwarten. Sonst wird man am Ende nur wirklich enttäuscht. So, vielleicht haben wir ja nochmal Glück. Und dahinter. Leute, ich sag ja, Enter ist gefühlt hier in jedem dritten Pack drin, ja. Das ist unglaublich, das ist unglaublich. Ja. Oh Mann, ich sag ja, irgendwie hat mich das Pullglück verlassen, ich weiß es nicht. Zweimal Enter. Leute, das ist echt ein schlechter Scherz, oder? Was soll ich euch sagen? Gut. Hat auf jeden Fall wieder viel Spaß gemacht. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr oder einer von euch konnte was mit den Codes anfangen. Ja, schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Checkt auch mal Instagram ab. Alles Liebe, euer Pokeknecht90. Ciao.